Ich heiße Natasha Warner und arbeite seit gut 10 Jahren als Reporterin und Fernsehjournalistin. Ich wollte schon immer den Dingen auf den Grund gehen und der Öffentlichkeit davon berichten und ich dachte, dieser Job wäre wirklich perfekt für mich. Der Umweltminister von New South Wales sieht sich seit nunmehr 12 Monaten heftiger Kritik ausgesetzt. Die Wasserreserven Sydneys befinden sich derzeit auf einem historischen Tiefstand. Wir müssen fortschrittlich denken und der Klimawandel zwingt die Regierung dazu, neue Wege einzuschlagen. Und in der Wasseraufbereitung sehen wir die Methode der Zukunft. Ich wurde zunächst auf den Plan der Regierung aufmerksam, Wasser aufzubereiten und das Vorhaben, ausgedehnte U-Bahn-Tunnel in einem der weltgrößten Streckennetze als Wasserspeicher zu nutzen. Tausende Pendler nutzen täglich das U-Bahn-Netz von Sydney. Sie ahnen nicht, dass sich die Lösung zur Beseitigung der Wasserknappheit direkt unter ihnen befinden könnte. Die Regierung plant, ein Netz aus Kläranlagen zu errichten, um die in den stillgelegten U-Bahn-Stollen eingeschlossenen Wassermassen zu Trinkwasser zu machen. Man ahnt nicht, wie riesig die sind. Im Grunde ist es wie eine zweite Stadt. Direkt unter uns. Laut einigen Sozialverbänden suchen viele Obdachlose dort Zuflucht. Der Bau unterirdischer Wasseraufbereitungsanlagen würde sie für immer von dort vertreiben. Die Sorge um die Betroffenen könnte für das Krisenmanagement der Regierung eine kaum überwindbare Hürde darstellen. Im Zuge einer Räumungsaktion unterirdischer Tunnel in den USA landeten Hunderte von Stadtstreichern auf der Straße. Die Presse ließ kein gutes Haar an der Regierung. Hier unten wird deutlich, wie kompliziert die Räumung der Tunnel durch die Behörden ist. Sich in diesem Gewirr aus dunklen Gängen zurechtzufinden, ist schwer genug. Doch jeden Einzelnen aufzuspüren, der sich hier unten versteckt halten könnte, ist beinahe unmöglich. Laut Umweltminister Johnson gibt es keinerlei Beweise, dass in den stillgelegten Stollen Menschen leben. Sollte seine Labour-Partei nach der Wahl weiter regieren, will er das Bauvorhaben umgehend in Angriff nehmen. Nach dem anfänglichen Getöse wurde es plötzlich still um die Sache. Als hätte es diese Pläne niemals gegeben. Das hat mich stutzig gemacht. Nichts verschwindet einfach so in der Versenkung. Wenn über ein Thema auf einmal geschwiegen wird, will ich wissen, warum. Das ist mein Job als Journalistin. Mein Gott, Cheers, Alter. Auf dich, John, bleib wie du bist. Meine persönlichen Gründe. Was hast du John zu sagen? Sei ganz spontan. Sag die Wahrheit. John ist deine große Liebe. Wisst ihr, wie John und ich uns getroffen haben? Ich hoffe, ihr sitzt alle bequem, denn ihr erfahrt jetzt die ganze Wahrheit. Ich bin Steve Miller. Seit Mitte der 80er Jahre arbeite ich als Kameramann für Nachrichten und Reportagen. Pete da hinten war noch ganz neu, als wir gerade für den ersten Golfkrieg unterwegs waren. Da rief mir John im Büro an, er war damals der Nachrichtenchef. Wir verlangten mehr Kohle, denn wir hatten weder Gasmasken noch Schutzanzüge oder sowas. Und er schickte uns 10 Riesen. Wir hielten das Geld in der Hand und dachten, scheiß drauf, das versaufen wir lieber. Kurz darauf gingen die Sirenen los und alle anderen zogen sich ihre Masken über. Wir dachten nur, verfluchte Scheiße. Der Job wird zu deinem Leben. Darum werden die Arbeitskollegen irgendwann sowas wie deine Familie. Unser Tangles ist vielleicht bei den Frauen erfolgreich, aber das gilt leider nicht für seinen Job. Kommst du mal, Tangles? Was erzählst du da eigentlich, Steve? Von unserem Job in den Staaten damals. Ganze 2 Wochen. Und du vergisst deine Kopfhörer. Weißt du noch? Hat doch niemand gemerkt. Nein, niemand. Er ist ein Genie. Ich habe nicht ein Genie. Ich muss nichts hören. Ich will es in der Regel an. Ja, das ist so. Wenn man mit Steve und Tangles zum Drehen unterwegs ist, dann sind die beiden wirklich Vollprofis, aber sonst sind sie wie schulnos. Nach Feierabend bügeln sie viel herum und sind gut drauf. Ich weiß noch, dass Natasha von einem anderen Sender zu uns kam und sie hatte erst ein paar Jahre Berufserfahrung. Mein erster Eindruck war, wieder so eine junge Tussi, die viel zu viel verdient, obwohl sie noch nie was Großes zustande gebracht hat. Aber naja, sie wurde der neue Star. Ah ja. Oh, hey, Pete! Pete! Haben die eine Besprechung? Klar, eine Produktionsbesprechung. Und zwar geht's um die Produktion von Sperma. Ja, man, das trifft's. Kinder, mach das Ding lieber aus. Huh? Huh? Huh?
natürlich. Pete! Hey! Hey? Das war ja mal knapp. Was denn? Hier bin ich doch. Das sagen Sie alle. Zu uns, Mann. Okay. Oh, nee. Das Arbeitsverhältnis zwischen Peter und mir war sehr speziell. Er wollte sich bei seinem Job von niemand reinreden lassen. Und auch ich habe meine eigene Arbeitsweise. Manchmal kamen wir miteinander klar und manchmal kam es auch zu Spannungen zwischen uns. Ich weiß noch, dass jedes Mal, wenn man ihren Namen erwähnte, schnell das Thema gewechselt wurde. Rückblickend hätte eigentlich allen von uns klar sein sollen, dass da was im Busch war. Ich war bei YouTube auf ein Video gestoßen, wo ein paar Jugendliche zu sehen waren, die Graffiti an die Wände dieser Tunnel sprühten. Sam! Sieh dir das an! Hey, was soll der Scheiß? Die brauchen mal eine Lektion. Die können sie haben! Jetzt geht's deinem Scheiß an den Kragen, MK! Im Verlauf dieses Clips war zwar verschwommen, aber durchaus klar zu erkennen, dass noch irgendwas da unten war. Scheiße, was war das? Psst! Hörst du das? Halt die Klappe! Scheiße, da hinten ist irgendwas! Die sind noch hier! Hey! Los, her mit dem Licht! Steph, komm schon, wir gehen! Was ist los, du dämliche Kuh? Steph, nicht! Ich weiß, was ich tue! Alles cool! Hey! Denkst du, du kannst meine Pieces verschönern? Scheiße, ich krieg dich! Sah, hatte ich vor, damit zu John zu gehen. Jetzt hatten wir endlich etwas in der Hand. Seit wann nutzen seriöse Journalisten YouTube-Clips als Quelle? Der Film hatte was, aber ich dachte, jetzt hat sie einen Knall. Als ich mit der Story zu John kam, setzte er Pete darauf an, der gerade an einer Sache in China arbeitete, die ihm sehr wichtig war. Es hing sein ganzes Herz daran. Und ich musste ihm mitteilen, dass er davon abgezogen war. Dass wir möglicherweise bei der Tunnel-Story dabei sein sollten, hörte ich zum ersten Mal, als wir gerade planten, mit Peter nach China zu fahren. Hey, liegt bei dir zufällig eine Testkarte rum? Ah, hier. Bitte mal hochhalten. Super. Peter hatte eine Menge Zeit in die Sache investiert. Er konnte es kaum erwarten, in China vor Ort seine Recherchen zu beginnen. Und die Story hätte seine Karriere sicher gepusht. Sie war ein Knüller. Wie sieht's aus? Erste Sahne. Die Reparatur hat auch genug gekostet. Nochmal danke, Tengels. Lass nächstes Mal bitte was anderes im Treppenhaus fallen, ja? Das war echt nicht mein Fehler, okay? Macht's dir was aus, Steve, diesmal die Handkamera zu nehmen? Je weniger Gepäck, umso besser. Klar, Peter. Wir gehen schließlich nach China. Da brauchen wir Platz für DVDs und gefälschte Software. Das sieht euch ähnlich. Es war allein Johns Entscheidung, Pete mit der Story zu betrauen. Mir war nicht ganz wohl dabei, dass Pete mit im Boot war. Ich sagte ja schon, dass es bei uns nicht immer reibungslos lief. Es fiel mir schwer, auf Pete zuzugehen. Ich wollte es ihm nicht sagen. Dieses Gefühl sein, wenn man so viel Mühe in ein Projekt investiert hat und dann wirst du mit so einer Kacke abgespeist. Ich dachte damals, ich würde das Richtige tun. Ich glaubte, die Story wäre es wert, dass Peter für seine Pläne ein wenig verschiebt.
Er sagte, er sei daraufhin zu John gegangen. Ich weiß nicht, was in seinem Büro geschah oder was genau besprochen wurde. Doch, naja, nach diesem Gespräch herrschte keinerlei Zweifel mehr daran, dass die China-Sache auf Eis lag und dass Natasha gewonnen hatte. Warum John umgefallen ist? Oh, bitte. Jeder weiß doch, dass John auf Natasha stand. Nachdem Pete zu uns gestoßen war, besuchten wir etliche Pressekonferenzen, um herauszufinden, was aus den Wasseraufbereitungsplänen geworden war. So angepisst Pete auch war, im Job ist er ein Profi. Nach ein, zwei Tagen hatte er sich beruhigt. Er war nie nachtragend oder so. Er begann umgehend mit eigenen Recherchen. Durch seine Kontakte im Stadtrat erfuhren wir, dass offenbar wirklich Obdachlose in den Tunneln hausten, von denen aber Gerüchten zufolge mehrere vermisst wurden. Das war, glaube ich, der Moment, als uns klar wurde, dass wirklich was dran war an der Sache. Und wir fingen an, den damaligen Umweltminister abzupassen. Am offensichtlichsten war sein völliges Stillschweigen in Bezug auf diese Sache. Weder er noch sonst irgendwer war bereit, uns etwas zu sagen. Wir wurden komplett abgeblockt. Wenn Obdachlose wirklich vermisst wurden, war das eine Riesensache. Eine, der man nachgehen musste. Er kommt raus! Schnell hin! Herr Minister, einen Moment bitte. Kennen Sie den Bericht über die Obdachlosen in den Tunneln? Dazu sage ich nichts. Wurde Ihr Bauvorhaben wegen der vermissten Stadtstreicher verworfen? Kein Kommentar, kein Kommentar. Herr Minister, besteht Grund zur Sorge? Geht von den Tunneln irgendeine bitte, Gefahr aus? Bitte, bitte nicht jetzt. Na schön. Okay. Alles okay? Ja. Was denkst du? Das können wir vergessen. Klar. Ich bin mir sicher, dass zu der Zeit eine Menge Regierungsmitglieder genau darüber Bescheid wussten, was dort vor sich ging. Natürlich wussten die Bescheid. Wer sich so verhält, der hat auf jeden Fall irgendwas zu verbergen. Ich suchte daraufhin Gegenden auf, wo Obdachlose leben. Und dabei stieß ich auf einen Stadtstreicher, der allem Anschein nach früher in den Tunneln gehaust hatte. Das war für uns wie ein Durchbruch. Nun hatten wir endlich jemanden, den wir befragen konnten. Ich denke, wir beginnen hiermit. Fertig! Roger, einen Moment noch. Ich richte noch eben das Mikro, wenn ich darf. Alles klar, du kriegst das hin. Ich weiß nicht genau, wie sie Trevor gefunden hat, aber sie hat ihn gefunden. Wir brachten ihn in dieses Haus und bereiteten ihn für ein Interview vor. Ja. Nimm ihn nicht so sehr in die Mangel. Ich sag dann, okay? Sonst erfahren wir vielleicht gar nichts. Okay, Sir. Viel Glück. Und setz ihn nicht unter Druck, hörst du? Gib nicht gleich Vollgas. Alles klar, wir können. Klar. Ja. Trevor, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, dann sagen Sie es bitte einfach, ja? Hast du gesehen? Das hat gar nichts zu sagen. Und wenn Sie auf eine Frage nicht antworten können oder wollen, macht das nichts. Das richten wir alles beim Schnitt. Also keine Sorge. Gut. Ja? Danke. Das Interview mit Trevor war nicht ganz einfach für mich, aber in solchen Fällen hatte ich durchaus schon Erfahrung. Trevor, Sie leben nun schon seit geraumer Zeit... Einfach nur Trev. Trev, okay. Trev, Sie leben nun schon seit geraumer Zeit auf der Straße. Weshalb hatte Sie gerade in die U-Bahn-Tunnel verschlagen? Dort kam im Winter die Kälte nicht rein. Ja. Das Gespräch fing ganz vielversprechend an, Er erzählte mir erst ein wenig davon, wie es dazu kam, dass er in den Tunneln Zuflucht gesucht hatte. Dann schilderte er mir sehr lebendig, wie er dort gelebt hatte. Wie ist das mit Ihren Freunden? Arthi, Johnny und Harry und all die anderen. Leben die noch da unten? Bis heute? Nein. Trevor? Ist alles okay? Geht es Ihnen gut? Mhm.
Trevor. An der Stelle fragte ich Trevor, ob ihm womöglich in den Tunneln etwas zugestoßen war. Ich fragte ihn, was er gesehen hat. Irgendetwas musste ihm dort widerfahren sein. Trevor, kannten Sie vielleicht einen der Vermissten? Trevor, ist Ihnen dort unten irgendetwas zugestoßen? Trevor, ist alles in Ordnung? Nein! Schon gut. Alles ist gut, Trevor. Interview zeigte endgültig, dass an der Sache etwas dran war. All die Puzzleteile wiesen auf etwas hin, das noch im Verborgenen lag. Ich brauchte unbedingt mehr Fakten. Wir mussten selbst darunter. Dieser Anruf kann zu Trainingszwecken aufgezeichnet werden. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, weisen Sie bitte zu Beginn des Gesprächs darauf hin. Diese Story. Doch damals sah ich darin nichts Ungewöhnliches. Alles, was ich im Kopf hatte, war dieser Job. Es waren Gerüchte im Umlauf, dass sie damals auf der Abschussliste stand und dass dieser Job ihre allerletzte Chance war. Ich habe sehr hart für meine Karriere gearbeitet. Und nun hing alles für mich ganz plötzlich am seidenen Faden. Diese Story würde alles entscheiden. Hey, Tangles, was macht dein Kopf? Pete, ich bin sowas wie ein Hai. Solange ich schwimme, ist alles okay. So siehst du also aus, wenn Steve dich am Vorabend aus dem Klo gezerrt hat. Oh, Steve, neues Spielzeug? Ja, und alles wasserdicht, DGA. Die ganze Ausrüstung. Cool. Im Geld ausgeben bin ich Profi. Wasserdicht, also nicht nur Wasser abweisen? Ja, absolut dicht. Steve, fährst du mal mit? Für dich immer, Tangles. Ah, da. Alles klar. Zu freundlich. Kamera läuft. Ah, sehr gut. Pete, du redest bitte irgendwelchen Blödsinn, okay? Moment. Irgendwelchen Müll. Okay, irgendwelchen Müll. Ich freue mich wirklich sehr auf die mutigen Eisenbahntunnel. Ja, wen haben wir denn da? Entschuldige. Wir haben leider keine Dreherlaubnis, aber John hält uns den Rücken frei. Als Natasha sagte, dass John uns deckt, obwohl wir keine Dreherlaubnis hatten, klang das nicht sehr vertrauenerweckend. In so einem Fall kann man eigentlich nur beten, dass bloß nichts schief geht. Ganz sicher? Ja. Na schön. Und wann? Gleich heute Abend. Heute Abend? Ja. Haben wir auch alles? Okay. Bist du soweit? Ja klar, ich bin fertig, ja. In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Ja. Als Filmcrew ist es vor allem unser Job, für brauchbares Material zu sorgen. Aber wir hinterfragen keine Entscheidung.
Bleib stehen, Pete. Ich filme nicht gerade, wie sie reinkommt. Ja? Okay. Tut mir leid. Kommen Sie bitte zurück. Verständigt. Wir drehen in einer halben Stunde, dann sind wir wieder weg. Ein paar Aufnahmen, mehr nicht. Haben Sie eine Erlaubnis? Erlaubnis? Ja. Aber wir haben eine Drehgenehmigung. Vielleicht hilft dir mein Führerschein. Wir verlassen Sie aus diesem Bereich. Okay. Also. Okay. Hey. Wie viel Geld hast du dabei? Ist das dein Ernst? Gehen wir. Ja. An diesem Punkt konnte ich unmöglich einfach so aufgeben. Also entschieden wir uns, nach einem anderen Zugang zu suchen. Notfalls auch ohne die Hilfe der Behörden. Natürlich auch Tangles späteren Ärger ersparen wollte, musste ich möglichst alles mitfilmen, was geschehen würde. Damit wir, naja, falls was schief geht, etwas zu unserer Verteidigung hätten. Ich dachte, falls man uns dafür anzeigt oder vielleicht sogar verhaftet, könnte ich so vielleicht beweisen, dass weder Tangles noch ich ein Interesse hatten, in diesen Tunnel einzubrechen, im Gegensatz zu Natasha. Hier, halt mal. Hinterließen alles so, wie wir es vorgefunden hatten. Niemand von uns war scharf drauf, erwischt zu werden. Aus jetziger Sicht war das wahrscheinlich ein Fehler. Dürfen wir das? Dürfen wir denn hier rein? Ja, sie sagt, dass Jones den Rücken frei hält. Reportage beginnen, das heißt, wenn der Dreh tatsächlich losgeht, sind Peter und Natasha für den redaktionellen Inhalt zuständig. Mein Job ist es dann sozusagen, mich um die Motive zu kümmern. Okay, Ned, jetzt komm zurück. Ich nehme auf, wenn du an dem Gitter vorbeigehst. Ey, Jungs, wartet bitte kurz dahin. Wenn Tangles und ich dran waren, haben wir uns rangemacht und einfach zu filmen angefangen. Regieanweisungen gab es so gut wie nie. Je weiter wir uns vom Eingang entfernten, entdeckten wir immer mehr Tunnelabschnitte, in denen es stockdunkel war.
Da unten herrscht finsterste Nacht. Wenn man das Licht ausmacht und sich im Kreis dreht, würde jeder die Orientierung verlieren. Es gibt unzählige Abzweigungen und Kreuzungen. Als ich das erste Mal die Scheinwerfer ausmachte, stand ich im Dunkeln da und dachte, wir müssen das Licht anlassen und ganz eng zusammenbleiben, sonst finden wir womöglich nie wieder hier raus. Hey, Tangles. Ja, Steve? Siehst du mal bitte nach meinem Kameralicht? Da stimmt irgendwas nicht. Was heißt das? Ist das so dort? Liegt am Kabel? Ja, sieh mal genau hin. Ich glaube, da klemmt was. Ah, shit. Ich hätte es mir denken können. Danke, Steve. Jetzt bin ich blind. Kommt, lieber ihr Witzbolde. Pete hatte eine Karte von den Stollen aufgetrieben. Doch je weiter wir kamen, umso deutlicher wurde, dass sie nicht sehr genau war. Viele Tunnelabschnitte waren überhaupt nicht eingezeichnet. Leuchte mal hinher, Steve. Okay, hier ist der Eingang, den wir benutzt haben. Okay, und dieser Gang fehlt, keine Ahnung warum. Okay, da. Ganz sicher? Ja, ganz bestimmt. Als wir das Ende der Wartungsschächte erreichten und wir schließlich im Herz des Tunnelsystems ankamen, da waren wir von der Größe überwältigt. Die Ausmaße sind wirklich unvorstellbar. Phänomenal. Ja. Hört ihr das Zuggeräusch? Fantastisch. Reed? Gibst du mir 10 Minuten für ein paar Inserts? 5. Ja. Na schön. Wir waren ganz in der Nähe des Bahnhofs und... Ich schätze, Pete wollte einfach kein Risiko eingehen. Die Größe hat mich umgehauen. Der Tunnel war gewaltig und irgendwie unheimlich. Der Anblick verschlug uns, glaube ich, allen die Sprache. Nicht schwer, eindrucksvolle Aufnahmen hinzubekommen. Wir mussten die Scheinwerfer nur irgendwo draufrichten und egal was es war, es sah immer cool aus. Gehst hier vorbei. Ist von da hinten nicht besser? Leute, seid bitte mal leise. Okay, ich hab's. Super. Die Tunnel, in denen wir uns befanden, haben eine sehr lange und auch außergewöhnliche Geschichte. Sie stammen noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und waren ursprünglich als U-Bahn-Tunnel gedacht. Während des Krieges dienten sie dann als Luftschutzbunker. Seht euch das an. Ich bin hier in einem Tunnelabschnitt, der damals für den Zweiten Weltkrieg zum Luftschutzkeller umgebaut wurde. Die Ausstattung dieser Räume ermöglichte es den Soldaten, hier unten sehr lange auszuharren. Einige Bereiche wurden später von der SAS modifiziert und für Manöver verwendet. Auch in den Jahren danach wurden die Tunnel immer wieder zu den verschiedensten Zwecken genutzt. Bis hin zu den jüngsten Plänen für den Bau von Kläranlagen. Wir hatten das Glück, auf einen Raum zu stoßen, in dem es eindeutige Beweise dafür gab, dass dort unten tatsächlich Menschen leben. Warte, gib mir das. Bist du soweit? Ja, Moment noch. Okay, du kannst. Schon nach einer knappen Stunde in diesen Tunneln sind wir auf das Zuhause von jemandem gestoßen.
Es gibt ein Nachtlager aus Decken, Teller und leere Essenskonserven. Der Fund dieser Habseligkeiten war äußerst wichtig für die Story. Sie belegten eindeutig, dass es Menschen hier unten gab. Wann diese Dinge zuletzt benutzt wurden, wissen wir nicht. Und doch zeigen sie, dass die Tunnel keineswegs leer stehen, wie die Regierung behauptet. Genau das hatte Minister Johnson bestritten. Nun konnten wir das Gegenteil beweisen. Ned, warte. Ich nehme auf, wie du runterkletterst. Ja, gut. Warte. Oh, natürlich. Die Lampe. Da. Danke. Super. Was hast du? Ach, gar nichts. Ziemlich eng, der Schacht. Passt du da durch, mein Dicker? Zu viel Spaß bei der Arbeit ist ungesund. Alles okay? Alles okay? Ja, alles okay. Brauchst du Hilfe? Nein, nicht nötig. Ich sagte ja, die Idee ist idiot. Du kennst sie doch. Ja? Wir haben doch schon die Schlafsäcke und das andere Zeug. Wir müssen nicht runter zum See. Machen wir oben weiter. Hey. Das wäre zumindest... Es geht mir gut, ja? Okay? Gehen wir weiter. Okay, hältst du mal? Was bitte ist ihr Problem? Ach, sie braucht einfach diese Story. Seit dem letzten Mal ist das Eis ganz schön dünn für sie. Hab ich mir gedacht. Drum hat John mich ja dazu geholt, damit sie es nicht wieder vermasselt. Aber wenn sie es nicht kann, warum zeigt er ihr dann nicht die Tür? Oh, ich bin sicher, John würde ihr gern was ganz anderes zeigen. Sonst ist er aber an dir vorbei, oder? Hey, Jungs! Ja, pass auf. Vielleicht interessiert es euch ja, dass diese Tunnel ausgesprochen hellhörig sind. Und nach dem, was ich so höre, seid ihr drei ziemliche Ärsche. Hau ab. Gib mir lieber die Lampe. Sie haben ja recht. So. Runter mit dir, du Arsch. Pete, kannst du mal den Griff hochklappen? Ich brauch das Geräusch. Na klar. Und so? Und tritt mal dagegen. Ja, tritt dagegen. Steve, hilf mir mal. Schick ihn auf die Reise. Was soll ich? Ihn anschieben? Nur dagegen treten. Sag wann. Als Tonkulisse. Uno, dos, tres, cuatro. Wenn man dankt. Der See war einfach riesig. Ich meine, das Becken ist über einen Kilometer lang. Viel größer, als ich dachte. Ja, den Satz höre ich oft. Tangles und ich haben etwas rumgealbert. Streiche gehören für uns einfach dazu. Und die Frage war nur, wer von uns beiden macht den Anfang? Also packte ich ihn und machte... Und zwar, als er genau am Beckenrand stand. Ich tat so, als wollte ich ihn hineinstoßen, um ihn dann im letzten Moment zurückzuziehen. Was ich auch tat. Nur habe ich losgelassen und er landete im Wasser. Ah! Shit! Alles klar, Tangles? Ja, ich bin nur klatschnass. Ja, das ist er. Steve, du Idiot. Jungs. Jetzt hilf mir schon. Sehe ich so aus? Es ist auch kalt hier drin. Sehe ich so aus? Oh, oh Mann. Hör mal, jetzt ist es gut, okay? Wie lange wollt ihr noch hier unten bleiben? Egal, wie viel Unsinn Tangles und ich in den Drehpausen auch veranstalteten. Wenn's mit der Arbeit losging, zeigte er immer volle Konzentration. Für Witze war er dann nicht mehr zu haben. Die kreative Abteilung ist soweit. Nur damit du's weißt. Ned, kommst du bitte einen Tick näher? Wenn Tangles also ein ungutes Gefühl bei einer Sache hatte, dann war meistens auch was dran. Ich befinde mich hier genau unterhalb eines der größten Bahnhöfe von Sydney. Direkt hinter mir ist der uralte Wasserspeicher zu sehen, der die Kontroverse ausgelöst hat. Die anfangs von der Regierung verfolgten Pläne... Sorry, Ned. Hast du was gesagt? Nein. Auch nicht geflüstert? Nein. Okay, entschuldigt. Ned, bitte nochmal, ja? Ihr seid jetzt leise, wenn ich bitten darf. Ich befinde mich hier genau unterhalb eines der größten Bahnhöfe von... Alles wieder auf Anfang. Ja. Leg los. Kannst anfangen, Ned.
Ich befinde mich hier genau unterhalb eines der größten Bahnhöfe von Sydney. Direkt hinter mir ist der uralte Wasserspeicher zu sehen. Verarscht ihr mich, Leute? Wer ist das? Ich habe nichts gehört, Tangles. Warte mal, vielleicht liegt's nur, Marco. Passt. Keine Ahnung. Und wenn's die Kabel sind? Na klar, Steve, die Kabel flüstern. Okay, sorry, Nat. Bitte noch eine. Mal sehen, was ich tun kann. Diesmal am Stück. Wenn Tangles ein Geräusch gehört haben will, dann bin ich überzeugt, dass da auch eins war. Doch dort unten war es so unglaublich still, also hätte niemand von uns erwartet, irgendwelche Geräusche zu hören. Es war sehr eigenartig. Ich habe mir gedacht, naja, vielleicht ist es was mit der Technik. Beispielsweise hätten es HF-Interferenzen oder irgend sowas sein können. Aber, naja, Tangles konnte sich keinen Reim drauf machen. Und wenn ihm mal was Spanisch vorkam, war meistens auch was dran. Die anfangs von der Regierung verfolgten Pläne, das Wasser dieses Sees zu recyceln, sind inzwischen wieder vom Tisch. Umweltminister Johnson lehnt jede Stellungnahme dazu ab. Fantastisch. Pete, war's die? Für mich ja. Was sagst du, Tangles? Ja, super. Okay, dann verschwinden wir. Vergesst die Tonangel nicht. Schön, dann kann ich ja endlich abhauen. Also, dann los. Als wir den Dreh am See im Kasten hatten, wollten wir noch in den Raum mit der Glocke. Ja, dort nicht. Ursprünglich wurde diese Glocke während des Krieges als Alarmsignal eingesetzt. Wenn Gefahr drohte, konnten die Leute damit gewarnt werden. Bist du so weit, Tangles? Ja, alles klar. Der Klang dieser Glocke war ohrenbetäubend. Er ging durch Mark und Bein. Diese Glocke stammt aus dem Zweiten Weltkrieg. Selbst heute noch vermittelt sie uns einen Eindruck davon, wie sich drohende Gefahr in diesem Bunker einst angehört hat. Mir sind gerade meine Pegel um die Ohren geflogen. Nat, schlägst du bitte nochmal? Ja, kann ich? Ja. Besser? Nein. Wenn ich das aufnehmen soll, dann mache ich es am besten von draußen. Wenn du meinst. Soll ich? Ja, wir brauchen das. Kein Thema. Momentchen. Tangles entschied sich, den Glockenton lieber von draußen aufzunehmen. Also vom Nachbarraum aus, um die Wucht dieses Geräusches dadurch etwas zu dämpfen, damit seine Pegel nicht dauernd zusammenbrechen. Ich verstehe vielleicht nicht allzu viel von Tonaufnahmen, aber ich habe mich schon etwas gewundert. Ich meine, wieso hat er nicht einfach die Empfindlichkeit runtergedreht? So schwer kann das doch nicht sein. Steve, tust du mir einen Gefallen und achtest für mich auf die Pegel? Kann Pete das nicht machen? Video, Audio, ist doch Jacke wie Hose. Nein, Kumpel, mir reicht's für heute. Nun hör aber auf. Was denn? Na gut, ich mach's. Tut mir leid, es halt hier einfach zu stark. Ich sollte für ihn den Ton überwachen. Das kann jeder. Man setzt sich einfach die Kopfhörer auf und verfolgt, was über die Mikros reinkommt. Warte. Einen Blick noch. Hier, Tangles. Was? Den brauchst du. Vielen Dank. Und dann hat Natasha die Glocke wieder geschlagen. Und in dem Moment habe ich tatsächlich auch etwas gehört. Okay. Glockenatmo. Los, hau rein, Ned. Ich geh da lang. Ja.
Mir war klar, dass da was faul war. Das war sicher keine Verarschung. Instinktiv wollte ich ihm nach. Die Situation war nicht ganz neu. Daher hielt ich Tangles Verschwinden zunächst wieder für einen Streich. Also Ned dachte, wir machen nur Spaß? Das hat sie wirklich gesagt? Sie hielt es für eine Verarschung. Bist du soweit? Okay, Captain. Glockenatmo. Los, hau rein, Ned. Vielleicht daran. Oh nein, Sackgasse. Tangles! Passt auf, wo ihr hintretet. Tangles! Ach, na toll. Was ist? Der Akku. Kommst du klar? Ja, ja. Scheiße, wo hab ich denn? Brauchst du Licht? Ja. Hast du noch Ersatz? Ja, hier drin. Warte, gleich. Es wurde uns ziemlich schnell klar, dass eine Suche ohne die Scheinwerfer und die Lampen aufgrund der totalen Dunkelheit völlig aussichtslos war. Das wär's. Wir filmen ihn schon, Steve. Wir filmen ihn, okay? Tangles! Als der Scheinwerfer wieder anging, sah ich, dass wir noch für 2 bis 3 Stunden Licht hatten. Höchstens. Steve, wo ist deine Ausrüstung? Steve, wo ist deine Ausrüstung? Ich höre deine Ausrüstung. Er liegt noch bei der Glocke. Okay, Steve. Da liegen da auch die Taschenlampen. Dein Scheinwerfer geht vielleicht bald aus. Ja. Dann müssen wir zur Glocke zurück, um die Lampen zu holen. Was ist mit Tangles? Ich weiß nicht. Wir kommen sofort zurück und suchen, bis wir ihn haben. Flug los. Komm. Doch als wir im Glockenraum ankamen, war nichts mehr da. Unsere Ausrüstung war wie vom Erdboden verschluckt, obwohl wir bestimmt nur 1 bis 2 Minuten weg waren. Alles ist weg, bitte. Was ist hier los zum Henker? Natürlich war das besorgniserregend, weil Tangles dazu alleine nicht imstande gewesen wäre. Scheiße! Wir verschwenden Zeit, Leute, kommt endlich! Warte! Na los! Hier, nimm mal! Pete! Komm mal mit dem Licht her, Steve! Okay. Okay, Tangles ging da lang. Wenn wir dem Gang da folgen, gehen wir einen vollen Kreis, so kommen wir überall hin. Dann teilen wir uns auf und treffen uns wieder hier, okay? Nein, wir bleiben zusammen, wir haben nur dieses eine Licht. Wie viele Akkus sind noch übrig? 2 Stück sind noch da. Okay. Gehen wir. Steve. Oh, Scheiße. Tangles hat nichts davon, wenn wir wie aufgescheuchte Hühner herumrasen. Wir bleiben zusammen. Kapiert? Dann bleib nicht so weit zurück. Tangles! Komm mit. Tangles! Ich war in Panik. Ich bin nicht der Typ, der den Helden spielen muss oder sowas. Klar hätte ich besser Ruhe bewahren sollen, aber mir gingen einfach die Nerven durch. Tangles! Was denkst du, Pete? Worüber denn? Naja, glaubst du, Tangles erlaubt sich einen Spaß? Nein, dann wäre der Spaß schon lang vorbei. Wer hat denn unsere Sachen? Ich hab keinen Schimmer. Vielleicht die Obdachlosen oder Junkies. Ich hab's gehört, Pete. Was gehört? Irgendein Ding. Was meinst du mit Ding? Steve? Gehen wir lieber weiter. Steve? Steve? Was für ein Ding! Vorsicht, Stufe! Was ist hier denn? Alles klar.
klar? Ja. Alles okay? Nein, auch nicht. Pete, wir haben jetzt zweimal alles durchsucht. Das heißt, er kann nur noch am See sein. Vielleicht ist er zum Ausgang zurück. Vielleicht wartet er dort. Ja klar, er ist ohne Licht durch die Dunkelheit marschiert und hockt jetzt im nächsten Park. Warte doch mal, vielleicht meldet er sich deshalb nicht, weil er draußen auf uns wartet. Recht, Tails ist da unten. Er kann nur am See sein, Pete. Wie lange hält das Licht noch? Lange genug. Also gut, gehen wir. Eine Taschenlampe. Es ist nur seine Lampe. Das Blut muss nicht von ihm sein. Es kann von sonst wem sein. Mir war unbeschreiblich zumute. Da waren diese Blutspritzer und am Boden in der Ecke, dort lag Tangles Taschenlampe. Ich war mehr als nur sein Freund. Ich war immer sowas wie der große Bruder für ihn. Ich war für ihn irgendwie verantwortlich. Jedenfalls empfand ich es so. Los, gehen wir. Es könnte jeder sein. Komm, wir müssen raus hier. Sie hat recht, dieses Ding kommt vielleicht zurück. Aber Tangled. Was wird das denn? Also, es könnte noch in der Nähe sein. Komm! Komm jetzt, raus hier! Tür zu diesem Raum hatte Natasha ihre Kamera, die mit der Nachtsichtfunktion, auf dem Boden liegen lassen. Und als wir dann reingingen, haben wir bestimmt nicht mehr als 2 oder 3 Minuten dort zugebracht. Aber als sie rauskam, fiel ihr auf, dass die Kamera bewegt worden war. Mein erster Gedanke war, mich zu vergewissern, ob in der Zeit etwas aufgezeichnet wurde. Was hast du? Spur zurück! Wie
Wir spulten die Aufnahme zurück und man sah deutlich, wie jemand die Kamera aufhob und sie auf uns richtete, während wir in diesem Raum waren. Es ist nur seine Lampe, das Blut muss nicht von ihm sein. Oh. Los, gehen wir. Kommt, wir müssen raus hier. Sie hat recht, dieses Ding kommt vielleicht zurück. Aber Tangles, was immer das war, es könnte noch in der Nähe sein. Was wird aus Tangles? Komm jetzt, raus hier. Als wir am Ende zurückkommen, wird die Kamera wieder abgelegt und für den Bruchteil einer Sekunde konnte man es sehen. Halt mal. Warte, wo ist die Kamera? Es war nur ein einzelnes Bild. Keine Ahnung, was das war. Es ging rasend schnell, aber ich habe echt Schiss dabei gekriegt. Zurück. Also dann geh doch, interessiert mich ein Scheiß, ich bleibe. Wir brauchen dein Licht, jetzt komm. Du hast selber eine Lampe, du hast... Hör mir zu, leck mich. Verdammt, du Steve. Fass mich ja und klang. Sachte, sachte, sachte. Leck mich. Sachte. Hör mir zu, was immer das ist, das uns verfolgt. Wenn wir zusammenbleiben, wird es sich die Zähne an uns ausbeißen. Schwachsinn, hör zu. Wir müssen an die Oberfläche. Dort schlagen die Alarm. Je mehr Leute wir haben, umso schneller finden wir Tangles. So eine Scheiße, was mit Tangles. Ich weiß, Steve. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Ich verstehe dich. Jetzt komm. Komm mit. Was Pete sagte, war vernünftig. Aber ich fühlte mich, als hätte ich Tangles im Stich gelassen. Das war die schlimmste Erfahrung meines Lebens. Alles klar mit ihm? Gib ihm ein paar Minuten, dann geht's wieder. Und was machen wir jetzt? Wir werden hier verschwinden. Wir müssen nach oben. Was denn? Ich finde, wir sollten weiter nach ihm suchen. Licht aus! Psst.
ich auch nicht. Einfach zusehen, dass wir schnellstens hier rauskommen. Hey Leute, ich glaube, es ist weg. Gut, also gehen wir. Weißt du warum? Weil du es nicht drauf hast.
du hast es nicht drauf. Du Versagerin. Hier durch. Sicher? Ja, hier. Scheiße. Was ist das? Was zum Henker? Was? Was hast du? Hör dir. Kommt. Ist das Tangles? Wer ist das? Das ist nicht Tangles, sondern der Wachmann. Oh Gott, sieh mal seine Augen. Du lieber Himmel. Was geschieht hier? Wir müssen. Lass mich mal sehen. Shh.
Sind wir allein? Siehst du irgendwas? Leuchte da rein und sieh nach. Nichts. Ist ja gut. Es tut mir leid. Das muss es nicht. Alles wird gut. War außer Kontrolle geraten. Und zwar meinetwegen. Ich hätte nie gewollt, dass es so weit kommt. Und vor allem wollte ich Pete nicht so enttäuschen. Ich dachte, ich hätte die richtige Entscheidung getroffen, aber ich wollte ihn niemals enttäuschen. Pete zu sehen. Alles, was wir hörten, war dieses Geräusch. Und dann Pete schreie, doch als die beiden im Scheinwerferlicht auftauchten, war das Ding verschwunden. Auf und davon. Und da hatte ich erstmals den Gedanken, dass es vielleicht das Licht war, das es bisher von uns ferngehalten hatte. Nimm meine Hand. Zieh! Alles okay. Los, raus hier! Alles okay. Los! Scheiße, hast du es gesehen? Ja, es liegt weg. Verschwinden hier. Los, kommt! Es hatte Angst vorm Licht. Lass es an. Vorsicht! Komm her, zeig dich! Brio, raus! Nicht durchschaut! Los, komm, weg hier! Es war fast so, als ob es uns in die Dunkelheit treiben wollte, um uns jagen zu können. So wie bei einem Löwen, der versucht, das schwächste Tier von der Herde wegzuholen. Ist es dann von den anderen getrennt? Schlägt er zu. Oh, Scheiße! Steve! Das Licht geht gleich aus! Scheiße! Fest und es gab keinen Fluchtweg für uns. Oh Gott! Was tun wir jetzt? Doch dann entdeckte ich eine kleine Öffnung in der Wand, die mit Brettern vernagelt war. Was ist das? Pete, halt mal! Halt mal! Los! Was? Verflucht! Los, hilf mir mal, Pete!
ist denn das da? Oh Gott! Das ist nicht gut. Steve? Ja? Wir müssen hier raus. Scheiße! Steve! Oh, der Akku ist leer. Ich muss ihn öffnen. Tu was, Steve! Scheiße, ich brauch mehr Licht. Komm schon! Schnell, leuchte ihn! Steve, mach schnell! Nett, ich brauch das Scheiß nicht! Scheiße! Steve! Her mit der Lampe! Oh Mist, der ist auch leer! Ich hab nur noch einen! Mach schon! Steve, wir brauchen das nicht hin! Mach das verdammte Licht! Nee. Steve, wir brauchen das verdammte Licht! Los! Fertig, alles klar. Großer Gott. Okay. Und jetzt? Thank you.
Ich wollte ihn nicht zurücklassen. Steh auf! Komm! Steh auf! Pete wollte uns unbedingt beschützen, das verstehe ich. Aber jetzt war er alleine da unten. Komm! Komm! Scheiße! Verflucht, das ist Pete! Schnell! Als wir aus diesem dunklen Stein plötzlich Pete's Stimme vernahmen, war das... Naja, ich hätte nicht mehr erwartet, ihn nochmal zu hören. Ich komme. Ich kann nicht. Doch, du kannst. Nein. Thank you.
immer noch schwer, darüber zu sprechen. Ich wusste damals nicht, dass er sterben würde. Ich dachte, wir drei hätten es geschafft. Ich hatte fast nicht mehr daran geglaubt, dass wir den Rückweg finden. Und dann, naja, ich dachte, wir wären in Sicherheit. Da waren Leute und es war hell. Ich hätte sicher was unternommen, wenn ich geahnt hätte, dass Pete im Sterben lag. Ich bin sicher, dass ich mehr für Pete hätte tun können. Natürlich sagt sich sowas leicht. Im Nachhinein. Es war einfach nicht fair, dass er sterben musste. Durch die Sanitäter habe ich als erstes erfahren, dass sie die Versuche, ihn wiederzubeleben, abgebrochen hatten. Sie mussten auch Ned mit Gewalt von ihm lösen. Und da dämmerte es mir langsam, dass jeder einzelne der Anwesenden weggegangen war von ihm. Er lag einfach nur regungslos da und ich wusste Bescheid. Ich fühle mich verantwortlich. Doch ich kann nicht sagen, dass ich mir einer Schuld bewusst war. Ich weiß nicht, inwiefern mich diese Nacht verändert hat. Ich muss ständig daran denken, wie knapp wir zu spät gekommen waren. Hilfe war gleich zur Stelle. Ich frage mich immer und immer wieder, was würde ich heute anders machen? Tja, was ich hatte, war eine Scheißwut. Auf alles und jeden. Auf die Regierung. Die Polizei. Ich meine, wenn das keine Beweise waren, einfach traurig, wenn ich zurückblicke. Wo ist der Sinn? Es ist nur noch traurig. Sagte mir, wenn ich mir und natürlich auch Tangles späteren Ärger ersparen wollte, musste ich möglichst alles mitfilmen, was geschehen würde. Damit wir, naja, falls was schief geht, etwas zu unserer Verteidigung hätten. Ich dachte, falls man uns dafür anzeigt oder vielleicht sogar verhaftet, könnte ich so vielleicht beweisen, dass weder Tangles noch ich ein Interesse hatten, in diesen Tunnel einzubrechen, im Gegensatz zu Natasha. Hier, halt mal. Wir hinterließen alles so, wie wir es vorgefunden hatten. Niemand von uns war scharf drauf, erwischt zu werden. Aus jetziger Sicht war das wahrscheinlich ein Fehler. Dürfen wir das? Dürfen wir denn hier rein? Ja, sie sagt, dass Jones den Rücken frei hält.
Wenn wir mit einer Reportage beginnen, das heißt, wenn der Dreh tatsächlich losgeht, sind Peter und Natasha für den redaktionellen Inhalt zuständig. Mein Job ist es dann sozusagen, mich um die Motive zu kümmern. Okay, Ned, jetzt komm zurück. Ich nehme auf, wenn du an Dieter vorbeigehst. Ey, Jungs, wartet bitte kurz da hinten. Wenn Tangles und ich dran waren, haben wir uns rangemacht und einfach zu filmen angefangen. Regieanweisungen gab es so gut wie nie. Je weiter wir uns vom Eingang entfernten, entdeckten wir immer mehr Tunnelabschnitte, in denen es stockdunkel war. Da unten herrscht finsterste Nacht. Wenn man das Licht ausmacht und sich im Kreis dreht, würde jeder die Orientierung verlieren. Es gibt unzählige Abzweigungen und Kreuzungen. Als ich das erste Mal die Scheinwerfer ausmachte, stand ich im Dunkeln da und dachte, wir müssen das Licht anlassen und ganz eng zusammenbleiben, sonst finden wir womöglich nie wieder hier raus. Hey, Tangles. Ja, Steve? Siehst du mal bitte nach meinem Kameralicht? Da stimmt irgendwas nicht. Was heißt das? Ist das oder? Liegt's am Kabel? Ja, sieh mal genau hin. Ich glaube, da klemmt was. Ich hätte es mir denken können. Danke, Steve. Jetzt bin ich blind. Kommt, lieber ihr Witzbolde. Pete hatte eine Karte von den Stollen aufgetrieben. Doch je weiter wir kamen, umso deutlicher wurde, dass sie nicht sehr genau war. Viele Tunnelabschnitte waren überhaupt nicht eingezeichnet. Leuchte mal hinher, Steve. Okay. Hier ist der Eingang, den wir benutzt haben. Okay, und dieser Gang fehlt. Keine Ahnung, warum. Okay, da rein. Ganz sicher? Ja, ganz bestimmt. Als wir das Ende der Wartungsschächte erreichten und wir schließlich im Herz des Tunnelsystems ankamen, da waren wir von der Größe überwältigt. Die Ausmaße sind wirklich unvorstellbar. Phänomenal. Ja. Hört ihr das Zuggeräusch? Fantastisch. Pete? Gibst du mir 10 Minuten für ein paar Inserts? 5. 5? Ja. Na schön. Wir waren ganz in der Nähe des Bahnhofs und ich schätze, Pete wollte einfach kein Risiko eingehen. Die Größe hat mich umgehauen. Der Tunnel war gewaltig und irgendwie unheimlich. Der Anblick verschlug uns, glaube ich, allen die Sprache. Es war nicht schwer, eindrucksvolle Aufnahmen hinzubekommen. Wir mussten die Scheinwerfer nur irgendwo draufrichten und egal was es war, es sah immer cool aus. Gehst hier vorbei. Ist von da hinten nicht besser? Leute, seid bitte mal leise. Okay, ich hab's. Super. Die Tunnel, in denen wir uns befanden, haben eine sehr lange und auch außergewöhnliche Geschichte. Sie stammen noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg und waren ursprünglich als U-Bahn-Tunnel gedacht. Während des Krieges dienten sie dann als Luftschutzbunker. Seht euch das an. Ich bin hier in einem Tunnelabschnitt, der damals für den Zweiten Weltkrieg zum Luftschutzkeller umgebaut wurde. Die Ausstattung dieser Räume ermöglichte es den Soldaten, hier unten sehr lange auszuharren. Einige
einige Bereiche wurden später von der SAS modifiziert und für Manöver verwendet. Auch in den Jahren danach wurden die Tunnel immer wieder zu den verschiedensten Zwecken genutzt. Nein. Trevor? Ist alles okay? Geht es Ihnen gut? Ja. Trevor. An der Stelle fragte ich Trevor, ob ihm womöglich in den Tunneln etwas zugestoßen war. Ich fragte ihn, was er gesehen hat. Irgendetwas musste ihm dort widerfahren sein. Trevor, kannten Sie vielleicht einen der Vermissten? Trevor, ist Ihnen dort unten irgendetwas zugestoßen? Trevor, ist alles in Ordnung? Nein! Schon gut, alles ist gut, Trevor. Zeigte endgültig, dass an der Sache etwas dran war. All die Puzzleteile wiesen auf etwas hin, das noch im Verborgenen lag. Ich brauchte unbedingt mehr Fakten. Wir mussten selbst darunter. Dieser Anruf kann zu Trainingszwecken aufgezeichnet werden. Falls Sie damit nicht einverstanden sind, weisen Sie bitte zu Beginn des Gesprächs darauf hin. Würde ich sagen, dass der Druck auf mich enorm hoch war. Ich brauchte diese Story. Doch damals sah ich darin nichts Ungewöhnliches. Alles, was ich im Kopf hatte, war dieser Job. Es waren Gerüchte im Umlauf, dass sie damals auf der Abschussliste stand und dass dieser Job ihre allerletzte Chance war. Ich habe sehr hart für meine Karriere gearbeitet. Und nun hing alles für mich ganz plötzlich am seidenen Faden. Diese Story würde alles entscheiden. Hey, Tangles, was macht dein Kopf? Pete, ich bin sowas wie ein Hai. Solange ich schwimme, ist alles okay. So siehst du also aus, wenn Steve dich am Vorabend aus dem Klo gezerrt hat. Oh, Steve, neues Spielzeug? Ja, und alles wasserdicht, DGA. Die ganze Ausrüstung. Cool. Im Geld ausgeben bin ich Profi. Wasserdicht, also nicht nur Wasser abweisen? Ja, absolut dicht. Steve, fährst du mal mit? Für dich immer, Tangles. Ah, da. Alles klar. Zu freundlich. Kamera läuft. Ah, sehr gut. Pete, du redest bitte irgendwelchen Blödsinn, okay? Moment. Irgendwelchen Müll. Okay, irgendwelchen Müll. Ich freue mich wirklich sehr auf den mutigen Eisenbahntunnel. Ja, wen haben wir denn da? Entschuldige. Wir haben leider keine Dreherlaubnis, aber John hält uns den Rücken frei. Als Natasha sagte, dass John uns deckt, obwohl wir keine Dreherlaubnis hatten, klang das nicht sehr vertrauenerweckend. In so einem Fall kann man eigentlich nur beten, dass bloß nicht schief geht. Ganz sicher? Ja. Na schön. Und wann? Gleich heute Abend. Heute Abend? Ja. Haben wir auch alles? Okay.
Bist du soweit? Ja klar, ich bin fertig, ja. In Ordnung. Bringen wir es hinter uns. Als Filmcrew ist es vor allem unser Job, für brauchbares Material zu sorgen. Aber wir hinterfragen keine Entscheidung. Bleib stehen, Pete. Ich filme nicht gerade, wie sie reinkommt. Ja, okay. Tut mir leid. Kommen Sie bitte zurück. Verständigt. Wir drehen in einer halben Stunde, dann sind wir wieder weg. Ein paar Aufnahmen, mehr nicht. Haben Sie eine Erlaubnis? Erlaubnis? Ja. Aber wir haben eine Drehgenehmigung. Vielleicht hilft ja mein Führerschein. Wir verlassen Sie jetzt diesen Bereich. Okay. Also. Okay. Hey. Wie viel Geld hast du dabei? Ist das dein Ernst? Gehen wir. Ja. An diesem Punkt konnte ich unmöglich einfach so aufgeben. Also entschieden wir uns, nach einem anderen Zugang zu suchen. Notfalls auch ohne die Hilfe der Behörden. Jetzt hatten wir endlich etwas in der Hand. Seit wann nutzen seriöse Journalisten YouTube-Clips als Quelle? Der Film hatte was, aber ich dachte, jetzt hat sie einen Knall. Als ich mit der Story zu John kam, setzte er Pete darauf an, der gerade an einer Sache in China arbeitete, die ihm sehr wichtig war. Es hing sein ganzes Herz daran. Und ich musste ihm mitteilen, dass er davon abgezogen war. Dass wir möglicherweise bei der Tunnel-Story dabei sein sollten, hörte ich zum ersten Mal, als wir gerade planten, mit Peter nach China zu fahren. Hey, liegt bei dir zufällig eine Testkarte rum? Ah, hier. Bitte mal hochhalten. Super. Peter hatte eine Menge Zeit in die Sache investiert. Er konnte es kaum erwarten, in China vor Ort seine Recherchen zu beginnen. Und die Story hätte seine Karriere sicher gepusht. Sie war ein Knüller. Wie sieht's aus? Erste Sahne. Die Reparatur hat auch genug gekostet. Nochmal danke, Tengels. Lass nächstes Mal bitte was anderes im Treppenhaus fallen, ja? Das war echt nicht mein Fehler, okay? Macht's dir was aus, Steve, diesmal die Handkamera zu nehmen? Je weniger Gepäck, umso besser. Klar, Peter. Wir gehen schließlich nach China. Da brauchen wir Platz für DVDs und gefälschte Software. Das sieht euch ähnlich. Es war allein Johns Entscheidung, Pete mit der Story zu betrauen. Mir war nicht ganz wohl dabei, dass Pete mit im Boot war. Ich sagte ja schon, dass es bei uns nicht immer reibungslos lief. Es fiel mir schwer, auf Pete zuzugehen. Ich wollte es ihm nicht sagen. Das Gefühl sein, wenn man so viel Mühe in ein Projekt investiert hat und dann wirst du mit so einer Kacke abgespeist. Ich dachte damals, ich würde das Richtige tun.
Ich glaubte, die Story wäre es wert, dass Peter vor seine Pläne ein wenig verschiebt. Er sagte, er sei daraufhin zu John gegangen. Ich weiß nicht, was in seinem Büro geschah oder was genau besprochen wurde. Doch, naja, nach diesem Gespräch herrschte keinerlei Zweifel mehr daran, dass die China-Sache auf Eis lag und dass Natasha gewonnen hatte. Warum John umgefallen ist? Oh, bitte. Jeder weiß doch, dass John auf Natasha stand. Hm? Nachdem Pete zu uns gestoßen war, besuchten wir etliche Pressekonferenzen, um herauszufinden, was aus den Wasseraufbereitungsplänen geworden war. So angepisst Pete auch war, im Job ist er ein Profi. Nach ein, zwei Tagen hatte er sich beruhigt. Er war nie nachtragend oder so. Er begann umgehend mit eigenen Recherchen. Durch seine Kontakte im Stadtrat erfuhren wir, dass offenbar wirklich Obdachlose in den Tunneln hausten, von denen aber Gerüchten zufolge mehrere vermisst wurden. Das war, glaube ich, der Moment, als uns klar wurde, dass wirklich was dran war an der Sache. Und wir fingen an, den damaligen Umweltminister abzupassen. Am offensichtlichsten war sein völliges Stillschweigen in Bezug auf diese Sache. Weder er noch sonst irgendwer war bereit, uns etwas zu sagen. Wir wurden komplett abgeblockt. Wenn Obdachlose wirklich vermisst wurden, war das eine Riesensache. Eine, der man nachgehen musste. Er kommt raus! Schnell hin! Herr Minister, einen Moment bitte. Kennen Sie den Bericht über die Obdachlosen in den Tunneln? Dazu sage ich nichts. Wurde Ihr Bauvorhaben wegen der vermissten Stadtstreicher verworfen? Kein Kommentar, kein Kommentar. Herr Minister, besteht Grund zur Sorge. Geht von den Tunneln irgendeine Gefahr aus? Bitte, bitte nicht jetzt. Na schön. Okay. Alles okay? Ja. Was denkst du? Das können wir vergessen. Klar. Ich bin mir sicher, dass zu der Zeit eine Menge Regierungsmitglieder genau darüber Bescheid wussten, was dort vor sich ging. Natürlich wussten die Bescheid. Wer sich so verhält, hat auf jeden Fall irgendwas zu verbergen. Ich suchte daraufhin Gegenden auf, wo Obdachlose leben. Und dabei stieß ich auf einen Stadtstreicher, der allem Anschein nach früher in den Tunneln gehaust hatte. Das war für uns wie ein Durchbruch. Nun hatten wir endlich jemanden, den wir befragen konnten. Ich denke, wir beginnen hiermit. Fertig! Roger, einen Moment noch. Ich richte noch eben das Mikro, wenn ich darf. Alles klar, du kriegst das hin. Ich weiß nicht genau, wie sie Trevor gefunden hat, aber sie hat ihn gefunden. Wir brachten ihn in dieses Haus und bereiteten ihn für ein Interview vor. Ja. Nimm ihn nicht zu sehr in die Mangel. Ich sag dann, okay? Sonst erfahren wir vielleicht gar nichts. Okay, Sir. Viel Glück. Und setz ihn nicht unter Druck, hörst du? Gib nicht gleich voll. Alles klar, wir können. Klar. Ja. Trevor, wenn Sie sich nicht wohlfühlen, dann sagen Sie es bitte einfach, ja? Hast du gesehen? Das hat gar nichts zu sagen. Und wenn Sie auf eine Frage nicht antworten können oder wollen, macht das nichts. Das richten wir alles beim Schnitt, also keine Sorge. Gut. Ja? Danke. Das Interview mit Trevor war nicht ganz einfach für mich, aber in solchen Fällen hatte ich durchaus schon Erfahrung. Trevor, Sie leben nun schon seit geraumer Zeit... Einfach nur Trev. Trev, okay. Trev, Sie leben nun schon seit geraumer Zeit auf der Straße. Weshalb hatte Sie gerade in die U-Bahn-Tunnel verschlagen? Dort kam im Winter die Kälte nicht rein. Ja. Das Gespräch fing ganz vielversprechend an. Er erzählte mir erst ein wenig davon, wie es dazu kam, dass er in den Tunneln Zuflucht gesucht hatte. Dann schilderte er mir sehr lebendig, wie er dort gelebt hatte. Wie ist das mit Ihren Freunden? Arthie, Johnny und Harry und all die anderen. Leben die noch da unten? Bis heute? Bis hin zu den jüngsten Plänen für den Bau von Kläranlagen.
Wir hatten das Glück, auf einen Raum zu stoßen, in dem es eindeutige Beweise dafür gab, dass dort unten tatsächlich Menschen leben. Warte, gib mir das. Bist du soweit? Ja, Moment noch. Okay, du kannst. Schon nach einer knappen Stunde in diesen Tunneln sind wir auf das Zuhause von jemandem gestoßen. Es gibt ein Nachtlager aus Decken, Teller und leere Essenskonserven. Der Fund dieser Habseligkeiten war äußerst wichtig für die Story. Sie belegten eindeutig, dass es Menschen hier unten gab. Wann diese Dinge zuletzt benutzt wurden, wissen wir nicht. Und doch zeigen sie, dass die Tunnel keineswegs leer stehen, wie die Regierung behauptet. Genau das hatte Minister Johnson bestritten. Nun konnten wir das Gegenteil beweisen. Ned, warte. Ich nehme auf, wie du runterkletterst. Ja, gut. Warte. Oh, natürlich. Die Lampe. Da. Danke. Super. Was hast du? Ach, gar nichts. Ziemlich eng, der Schacht. Passt du da durch, mein Dicker? Zu viel Spaß bei der Arbeit ist ungesund. Alles okay? Ja, alles okay. Brauchst du Hilfe? Nein, nicht nötig. Ich sagte ja, die Idee ist idiotisch. Du kennst sie doch. Ja? Wir haben doch schon die Schlafsäcke und das andere Zeug. Wir müssen nicht runter zum See. Machen wir oben weiter. Hey. Das wäre zumindest... Geht mir gut, ja? Okay? Gehen wir weiter. Okay, hältst du mal? Was bitte ist ihr Problem? Ach, sie braucht einfach diese Story. Seit dem letzten Mal ist das Eis ganz schön dünn für sie. Hab ich mir gedacht. Drum hat John mich ja dazu geholt, damit sie es nicht wieder vermasselt. Aber wenn sie es nicht kann, warum zeigt er ihr dann nicht die Tür? Oh, ich bin sicher, John würde ihr gern was ganz anderes zeigen. Sonst ist er aber an dir vorbei, oder? Hey, Jungs! Hör bloß auf! Vielleicht interessiert es euch ja, dass diese Tunnel ausgesprochen hellhörig sind. Und nach dem, was ich so höre, seid ihr drei ziemliche Ärsche. Hau ab. Gib mir lieber die Lampe. Sie haben ja recht. So. Runter mit dir, du Arsch. Pete, kannst du mal den Griff hochklappen? Ich brauch das Geräusch. Na klar. Und tritt mal dagegen. Ja, tritt dagegen. Steve, hilf mir mal. Schick ihn auf die Reise. Was soll ich? Ihn anschieben? Nur dagegen treten. Sag wann's. Tonkulisse. Uno, dos, tres, cuatro. Wenn man dankt. Der See war einfach riesig. Ich meine, das Becken ist über einen Kilometer lang. Viel größer, als ich dachte. Ja, den Satz höre ich oft. Tangles und ich haben etwas rumgealbert. Streiche gehören für uns einfach dazu. Und die Frage war nur, wer von uns beiden macht den Anfang? Also packte ich ihn und machte... Und zwar, als er genau am Beckenrand stand. Ich tat so, als wollte ich ihn hineinstoßen, um ihn dann im letzten Moment zurückzuziehen. Was ich auch tat. Nur habe ich losgelassen und er landete im Wasser. Ah! Shit! Alles klar, Tangles? Ja, ich bin nur klatschnass. Ja, das ist er. Steve, du Idiot. Jungs. Jetzt hilf mir schon. Sehe ich so aus? Es ist doch kalt hier drin. Sehe ich so aus? Oh, oh Mann. Hör mal, jetzt ist es gut, okay? Wie lange wollt ihr noch hier unten bleiben? Egal, wie viel Unsinn Tangles und ich in den Drehpausen auch veranstalteten. Wenn's mit der Arbeit losging, zeigte er immer volle Konzentration. Für Witze war er dann nicht mehr zu haben. Die kreative Abteilung ist soweit. Nur damit du's weißt. Ned, kommst du bitte einen Tick näher? Wenn Tangles also ein ungutes Gefühl bei einer Sache hatte, dann war meistens auch was dran.
Ich befinde mich hier genau unterhalb eines der größten Bahnhöfe von Sydney. Direkt hinter mir ist der uralte Wasserspeicher zu sehen, der die Kontroverse ausgelöst hat. Die anfangs von der Regierung verfolgten Pläne... Sorry, Ned. Hast du was gesagt? Nein. Auch nicht geflüstert? Nein. Okay, entschuldigt. Ned, bitte nochmal, ja? Ihr seid jetzt leise, wenn ich bitten darf. Ich befinde mich hier genau unterhalb eines der größten Bahnhöfe von... Alles wieder auf Anfang. Ja. Leg los. Kannst anfangen, Ned. Ich befinde mich hier genau unterhalb eines der größten Bahnhöfe von Sydney. Direkt hinter mir ist der uralte Wasserspeicher Ned, zu sehen. Verarscht ihr mich, Leute? Wer ist das? Ich habe nichts gehört, Tangles. Warte mal, vielleicht liegt's nur am Akku. Passt. Keine Ahnung. Und wenn's die Kabel sind? Na klar, Steve, die Kabel flüstern. Okay, sorry, Ned. Bitte noch eine. Mal sehen, was ich tun kann. Diesmal am Stück. Wenn Tangles ein Geräusch gehört haben will, dann bin ich überzeugt, dass da auch eins war. Doch dort unten war es so unglaublich still, also hätte niemand von uns erwartet, irgendwelche Geräusche zu hören. Es war sehr eigenartig. Ich hab mir gedacht, naja, vielleicht ist es was mit der Technik. Beispielsweise hätten es HF-Interferenzen oder irgend sowas sein können. Aber, naja, Tangles konnte sich keinen Reim drauf machen. Und wenn ihm mal was Spanisch vorkam, war meistens auch was dran. Die anfangs von der Regierung verfolgten Pläne, das Wasser dieses Sees zu recyceln, sind inzwischen wieder vom Tisch. Umweltminister Johnson lehnt jede Stellungnahme dazu ab. Fantastisch. Pete, war's die? Für mich ja. Was sagst du, Tangles? Ja, super. Okay, dann verschwinden wir. Ja? Vergesst die Tonangel nicht. Schön, dann kann ich ja endlich abhauen. Also, dann los. Als wir den Dreh am See im Kasten hatten, wollten wir noch in den Raum mit der Glocke. Ja, dort nicht. Ursprünglich wurde diese Glocke während des Krieges als Alarmsignal eingesetzt. In Gefahr... Ich heiße Natasha Warner. Und arbeite seit gut 10 Jahren als Reporterin und Fernsehjournalistin. Ich wollte schon immer den Dingen auf den Grund gehen und der Öffentlichkeit davon berichten. Und ich dachte, dieser Job wäre wirklich perfekt für mich. Der Umweltminister von New South Wales sieht sich seit nunmehr 12 Monaten heftiger Kritik ausgesetzt. Die Wasserreserven Sydneys befinden sich derzeit auf einem historischen Tiefstand. Wir müssen fortschrittlich denken und der Klimawandel zwingt die Regierung dazu, neue Wege einzuschlagen. Und in der Wasseraufbereitung sehen wir die Methode der Zukunft. Ich wurde zunächst auf den Plan der Regierung aufmerksam, Wasser aufzubereiten und das Vorhaben, ausgedehnte U-Bahn-Tunnel in einem der weltgrößten Streckennetze als Wasserspeicher zu nutzen. Tausende Pendler nutzen täglich das U-Bahn-Netz von Sydney. Sie ahnen nicht, dass sich die Lösung zur Beseitigung der Wasserknappheit direkt unter ihnen befinden könnte. Die Regierung plant, ein Netz aus Kläranlagen zu errichten, um die in den stillgelegten U-Bahn-Stollen eingeschlossenen Wassermassen zu Trinkwasser zu machen. Man ahnt nicht, wie riesig die sind. Im Grunde ist es wie eine zweite Stadt. Direkt unter uns. Laut einigen Sozialverbänden suchen viele Obdachlose dort Zuflucht. Der Bau unterirdischer Wasseraufbereitungsanlagen würde sie für immer von dort vertreiben. Die Sorge um die Betroffenen könnte für das Krisenmanagement der Regierung eine kaum überwindbare Hürde darstellen. Im Zuge einer Räumungsaktion unterirdischer Tunnel in den USA landeten Hunderte von Stadtstreichern auf der Straße. Die Presse ließ kein gutes Haar an der Regierung. Hier unten wird deutlich, wie kompliziert die Räumung der Tunnel durch die Behörden ist. Sich in diesem Gewirr aus dunklen Gängen zurechtzufinden, ist schwer genug. Doch jeden Einzelnen aufzuspüren, der sich hier unten versteckt halten könnte, ist beinahe unmöglich. Laut Umweltminister Johnson gibt es keinerlei Beweise, dass in den stillgelegten Stollen Menschen leben. Sollte seine Labour-Partei nach der Wahl weiterregieren, will er das Bauvorhaben umgehend in Angriff nehmen. Nach dem anfänglichen Getöse wurde es plötzlich still um die Sache. Als hätte es diese Pläne niemals gegeben. Das hat mich stutzig gemacht. Nichts verschwindet einfach so in der Versenkung. Wenn über ein Thema auf einmal geschwiegen wird, will ich wissen, warum. Das ist mein Job als Journalistin. Mein Gott, hier ist Alter. Auf dich, John, bleib wie du bist. Meine persönlichen Grüße. John zu sagen. Sei ganz spontan. Sag die Wahrheit. John ist deine große Liebe.
Wisst ihr, wie John und ich uns getroffen haben? Ich hoffe, ihr sitzt alle bequem, denn ihr erfahrt jetzt die ganze Wahrheit. Ich bin Steve Miller. Seit Mitte der 80er Jahre arbeite ich als Kameramann für Nachrichten und Reportagen. Peter hinten war noch ganz neu, als wir gerade für den ersten Golfkrieg unterwegs waren. Da rief mir John im Büro an, er war damals der Nachrichtenchef. Wir verlangten mehr Kohle, denn wir hatten weder Gasmasken noch Schutzanzüge oder sowas. Und er schickte uns 10 Riesen. Wir hielten das Geld in der Hand und dachten, scheiß drauf, das versaufen wir lieber. Kurz darauf gingen die Sirenen los und alle anderen zogen sich ihre Masken über. Wir dachten nur, verfluchte Scheiße. Der Job wird zu deinem Leben. Darum werden die Arbeitskollegen irgendwann sowas wie deine Familie. Unser Tangles ist vielleicht bei den Frauen erfolgreich, aber das gilt leider nicht für seinen Job. Kommst du mal, Tangles? Von unserem Job in den Staaten damals. Ganze 2 Wochen. Und du vergisst deine Kopfhörer. Weißt du noch? Hat doch niemand gemerkt. Nein, niemand. Er ist ein Genie. Ich habe nicht ein Genie. Ich muss nichts hören. Ich will es in der Regel an. Ja, das ist so. Wenn man mit Steve und Tangles zum Drehen unterwegs ist, dann sind die beiden wirklich... Vollprofis, aber sonst sind sie wie schuldig. Nach Feierabend blödeln sie schon herum und sind gut drauf. Ich weiß noch, dass Natasha von einem anderen Sender zu uns kam und sie hatte erst ein paar Jahre Berufserfahrung. Mein erster Eindruck war, wieder so eine junge Tussi, die viel zu viel verdient, obwohl sie noch nie was Großes zustande gebracht hat, aber naja, sie wurde der neue Star. Ah ja. Oh, hey, Pete! Haben die eine Besprechung? Klar, eine Produktionsbesprechung. Und zwar geht's um die Produktion von Sperma. Ja, man, das trifft's. Oh, Kinder, macht das Ding lieber aus. Pete! Hey! Hey! Das war ja mal knapp. Was denn? Hier bin ich doch. Das sagen Sie alle zu uns, Mann. Okay. Oh, nee. Das Arbeitsverhältnis zwischen Peter und mir war sehr speziell. Er wollte sich bei seinem Job von niemand reinreden lassen. Und auch ich habe meine eigene Arbeitsweise. Manchmal kamen wir miteinander klar und manchmal kam es auch zu Spannungen zwischen uns. Ich weiß noch, dass jedes Mal, wenn man ihren Namen erwähnte, schnell das Thema gewechselt wurde. Rückblickend hätte eigentlich allen von uns klar sein sollen, dass da was im Busch war. Ich war bei YouTube auf ein Video gestoßen, wo ein paar Jugendliche zu sehen waren, die Graffiti an die Wände dieser Tunnel sprühten. Sam! Sieh dir das an! Hey, was soll der Scheiß? Die brauchen mal eine Lektion. Die können sie haben! Jetzt geht's deinem Scheiß an den Kragen, MK! Im Verlauf dieses Clips war zwar verschwommen, aber durchaus klar zu erkennen, dass noch irgendwas da unten war. Scheiße, was war das? Psst. Hörst du das? Halt die Klappe. Scheiße, da hinten ist irgendwas. Die sind noch hier. Hey! Los, her mit dem Licht. Steph, komm schon, wir gehen. Lass los, du dämliche Kuh. Steph, nicht. Ich weiß, was ich tue. Alles cool. Hey! Denkst du, du kannst meine Pieces verschandeln? Scheiße, ich krieg dich. Jetzt, wir gehen besser. Scheiße! Seth! 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 Was ist los zum Geier? Komm schon! Warte! Seth, antworte! Scheiße, Seth. Ich hau jetzt ab! Des, warte, geh schon! Des, komm jetzt! Seth! Lass das! Des! Renn nicht mit dem Licht davon! Hilfe! Als ich den Clip sah, hatte ich vor, damit zu John zu